Der Beta-Campus in Waidhofen an der Ybbs öffnete seine Türen und stellte sich vor. Hier können Ideen entstehen und verwirklicht werden. Mit einer Pressekonferenz startete man in das Eröffnungsfest. Ja, das war für uns einfach eine Frage, wie will sich diese Stadt, die Region entwickeln? Wir haben ganz genau gewusst, wir brauchen dringend zusätzliche Arbeitskräfte, vor allem die fachlich gut versiert sind. Wir sind uns alle im Klaren, auch diese Region braucht Zuzug, weil aus dem Inneren erreichen wir diese Arbeitskräfte gar nicht mehr. Und so ist eigentlich sehr, sehr rasch diese Idee des Beta-Campus entstanden, grundsätzlich einmal. Es war eine Eisenstraße, ein LIDA-Projekt. Und der Ort, der hat sich dann in dem Moment ergeben, wo wir uns klarer wurden, wie groß denn das Ganze sein kann. Und ich bin wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr glücklich, dass wir diese Entscheidung hier getroffen haben, dass wir es an diesem ganz besonderen Ort hier stattfinden lassen können, weil es uns eigentlich die Möglichkeit gibt, ein wirklich ganz, ganz modernes Stadtquartier zu entwickeln, das es in dieser Form in Waidhofen noch nicht gegeben hat, wo nämlich wirklich gewohnt, gelehrt, geforscht, gearbeitet an einem Ort wird und wo diese Austausch einfach eine Lebendigkeit bewirkt, die, glaube ich, gerade so einer Kleinstadt wie Waidhofen sehr, sehr gut tut. Auch die Kids sind hier gut aufgehoben. Neben jeder Menge Spiel- und Bastelmöglichkeiten gibt es natürlich einen Grund, warum man sich im Beta-Campus für die Schwerpunkte Technologie und Forschung entschieden hat. Das hat sich aus dieser Partnerschaft mit den Unternehmen gegeben. Wir wissen, wir sind ein sehr, sehr starker Wirtschaftsraum. Dafür sind wir sehr dankbar. Das geht einfach in die Geschichte aus der Eisenverarbeitung zurück. Und diese Betriebe sind innovativ, die entwickeln sich weiter, die wachsen und damit braucht man ganz einfach Arbeitskräfte. Und das war wirklich der Fokus in dem Bereich, dass wir gesagt haben, wenn wir als Region hier zukunftsfit sein wollen, dann müssen wir auf diese Schwerpunkte setzen. Und ich glaube, das ist richtig so. Um das alles zu ermöglichen, braucht es die richtigen Partner. Rund 60 Betriebe arbeiten bereits hier und Supporter gibt es auch zu Genüge, wie zum Beispiel Alpenland. Offen gesagt hat uns die Stadt einmal ein bisschen inspiriert, dieses Gelände, das alte Bähnegelände zu kaufen. Und schon beim Kauf hat dann der Wirtschaftspark, hat es damals noch geheißen, mitgewirkt und hat einen Teil davon, diese drei Häuser, die da hinter uns sind, erworben und wir haben uns von vornherein geeinigt auf ein Wohnungseigentum und dass wir da miteinander was machen. Und nach ist dann diese tolle Idee entstanden, was für Ausbildung, für Facharbeiter, für Begegnung, für interessante Arbeitsangebote, Coworking und Ähnliches da zu machen. Und das immer in Verbindung mit Wohnungen. Wir haben den Wohnungsteil übernommen und die Stadt und die Wirtschaft, vor allem der Thomas Welser, haben dann dieses Konzept für Ausbildung, für schulische Einrichtungen, für Forschung, für Werkstätten entwickelt. Und es ist schön, wenn man das in Verbindung bringt, dass man mitten in der Stadt herein so ein Quartier hat, wo gearbeitet und wo gewohnt wird. Es gibt genug Platz, um seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Teil des Beta-Campus zu werden, ist gar nicht so schwer. Ja, das Einfachste, es gibt zwei Möglichkeiten. Die Menschen, die eine ganz gerne persönliche Ansprache haben, die können einfach auf die Website schauen, dort findet man unser Angebot. Die es gerne persönlich haben, haben wir unser Community-Management-Team mit der Verena. Das würde ich sofort als erstes empfehlen, weil die Verena im Endeffekt ganz gut durchgehen kann. Sie kann auch die Räumlichkeiten sehr gut herzeigen, sie kann die Leistungsangebote gut beschreiben. Mitgliedschaften zum Beispiel, wenn 11 Mitglieder jetzt die Privatpersonen sind, sagt, ich möchte Mitglied sein und hier eben die Vorteile nutzen. Und je nachdem, was man haben möchte und wie man es macht und welche Zielgruppe man auch ist, wie gesagt, Unternehmen oder eben Privatpersonen oder Schule, so unterschiedliches Angebot gibt und das kann man sich am besten mit der Verena ausmachen, wie es am besten passt. Überzeugen Sie sich doch auch mal von dem breit gefächerten Angebot vom Beta-Campus mitten in Waidhofen an der Ybbs.